Zum fünften Mal fand in Wald am Schorbass der mittlerweile zur Kultur gehörende Schmankerlkirtag statt. Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, die wir erkennen und bewundern. Du hast den Menschen dazu bestimmt, wie du die Erde zu sehen und in Liebe mit ihr umzugehen. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wie lange gibt es denn das jetzt schon, den Schmankerlkirtag, und wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, den zu machen? Ja, den Schmankerlkirtag hat der Herr Haber Andreas organisiert und das war vor 5 Jahren. Und seit 2, 3 Jahren macht es dann der Bersch Alois, der die gesamte Organisation hat. Es kommt sehr gut an, wie man ja sieht. Der Musikverein unterstützt das immer und dann sind auch sehr viele Aussteller da und es ist eine tolle Sache. Wie wichtig ist der Schmankerlkirtag für die Gemeinde? Ja, für die Gemeinde hat es den Sinn, dass Wald bekannt wird. Wir haben sehr viele Betriebe, die noch Waren selbst herstellen und dadurch hoffen wir im Bekanntheitsgrad ein bisschen emporzusteigen. So, jetzt findet das ja jetzt zum 5. Mal schon statt. Was war denn das für ein Aufwand für euch, dass ihr das da auf die Beine stellt?
Ja, ich sag's, so wie du richtig gesagt hast, das haben wir schon das fünfte Mal und mittlerweile ist schon ein bisschen ein Selbstläufer. Ich habe schon so viele Höfer, allein gegangen die Geschichte überhaupt nicht. Ich sage einmal, allein die Dekoration und ich muss ja in diesem Sinne mal Danke sagen an die ganzen Sponsoren. Ich brauche nicht einmal mehr selber hingehen, ich brauche nur mal anrufen und die freuen sich schon, wenn sie einen Schmankerl gehört haben und dann sagen sie, ja natürlich, bitte. Thank you.